Kennt ihr diese ekelhaften Menschen, die andere Leute haten, nur weil sie selber ein scheiß Leben führen? Um die Leute geht es heute, denen ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dabei möchte ich dir helfen. Mir ist das selber schon hunderttausende Male passiert, dass mich irgendjemand gehatet hat, weil er vielleicht selber zu blöd ist, um die Gesamtsituation zu verstehen. Unter anderem wird mir immer wieder vorgeworfen, dass ich ja ein Instagram-Experte bin und selber wenig Likes habe. Was witzig ist, weil meine Beiträge sind so konzipiert, dass sie immer im Explore-Modus landen, damit ich möglichst viel externen Traffic bekomme. Der Explore wird aber nicht stark frequentiert im Liken. Das heißt, ich habe vielleicht auf einen Beitrag 400-500 Likes, habe aber trotzdem 30.000 Reichweite. So wie hier zum Beispiel. Ich mache das absichtlich so, aber diese Person versteht das natürlich nicht. Mir sind lieber 30.000 Leute, die ich erreiche und nur 500 Leute, die das dann liken, als 7.000 Leute, die ich erreiche und es liken dann, keine Ahnung, 1.000. Und nicht nur ich, sondern du oder vielleicht auch irgendein anderer, der jetzt gerade zuguckt, den du kennst, wird oft gehatet. Im Internet wird man ständig angegriffen, aber auch offline. Ich hatte eine ganz witzige Geschichte, und zwar war ich angeln an einem Steg und auf dem Steg darf man nicht angeln. Ich wusste das. Und da kamen direkt zwei Besitzer an von dem Steg und haben mich in Grund und Boden gehatet, haben richtig losgeledert und mich richtig fertig gemacht, statt es einfach normal zu sagen. Und für solche Situationen habe ich den perfekten Trick. Dir ist das bestimmt auch schon passiert. Irgendwo hat dich mal irgendjemand völlig unerwartet beleidigt, gehatet oder sonst was. Kann es sein, dass du in diesem Moment nicht einen vernünftigen Satz rausgebracht hast und dass du im Nachhinein gedacht hast, ach, hätte ich doch mal das und das und das gesagt. Beim nächsten Mal sage ich das und das und das. Nee. Beim nächsten Mal sagst du das wieder nicht. Online ist das ganze Thema noch ein kleines bisschen einfacher, weil man sich zurücklehnen kann und kurz drüber nachdenken kann, bevor man antwortet. Manche schaffen das nicht und sind so emotional, dass sie direkt zurückfeuern. Offline ist das ja fast unmöglich. Du kannst, wenn dich jemand anfeindet, in dem Moment nicht sagen, Moment, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Das ist gar nicht möglich. Viele stehen in diesem Moment, wenn sie so angegriffen werden, total auf dem Schlauch. Das Ganze nennt sich Jerks-Dodson-Syndrom. Das besagt ganz einfach, dass wir unter hohem Druck nicht vernünftig handeln können. Wir können aber auch mit zu niedrigem Druck nicht vernünftig handeln. Wir brauchen also immer so ein mittleres Anspannungsniveau. Das wird gleich noch ein bisschen klarer. Wenn zu viel Stress reinkommt oder diese plötzlichen Angriffe, dann macht unser Gehirn erstmal dicht. Rationales und logisches Denken, pff, ist weg. Du willst einfach nur noch zurück angreifen. Die besten Antworten fallen uns dann ein, wenn das schon längst vorbei ist. Ein kleines Beispiel aus der Gaming-Szene. Kennst du das sogenannte Muskelgedächtnis? Ist natürlich nicht nur im Gaming, so hast du auch, wenn du ein Instrument oder so spielst oder beim Fußball, egal wo. Aber Muskelgedächtnis anhand von einem Gamer. Ein Gamer spielt jetzt zum Beispiel einen Ego-Shooter. Und in einem Ego-Shooter ist es ja so, dass du sehr schnell reagieren musst, wenn ein Gegner zum Beispiel um die Ecke kommt. Ich habe selber früher extrem viel Call of Duty gespielt und du reagierst ja nur. Du überlegst nicht, was mache ich jetzt, drücke ich diesen Knopf, drücke ich jeden Knopf, sondern du reagierst einfach extrem schnell. Und deine Muskeln, deine Finger, deine Augen, die wissen genau, was sie zu tun haben. Ein Außenstehender würde eine solche Situation, wenn auf einmal aus der Ecke jemand rauskommt und auf dich drauf schießt, als totalen Stress empfinden. Du als Gamer oder vielleicht sogar als richtig guter Gamer hast die Situation aber sofort begriffen und hast zurück angegriffen und ihn vielleicht sogar schon als ersten erwischt. Das Ganze ist Muskelgedächtnis. Wir können das, weil wir solche Situationen immer und immer und immer wieder trainiert haben. Bei einem Angriff in der wirklichen Welt haben wir keine Waffen, sondern wir haben Rhetorik. Und Rhetorik lässt sich vorher auch trainieren. Das Problem ist häufig dabei, dass Hate so völlig absurd ist. Man kann nicht jede Situation oder jeden spezifischen Hate trainieren, analysieren und sich die perfekte Antwort einfallen lassen. Aber es gibt sozusagen die perfekte Antwort. Hab ich für dich, kommt jetzt gleich. Wenn du Hate bekommst, bringt es erstmal gar nichts, zurückzuschießen oder sachlich zu argumentieren. Weil die Person gegenüber wird merken, dass sie sich getroffen hat oder dass sie irgendwie einen wunden Punkt getroffen hat, deine Achillesferse. Und dann wird sie weitermachen. Denn wenn jemand dich angreift oder dich hatet, dann glaubt er sich in einer stärkeren Position zu befinden als du selbst. Er wird sich darüber freuen, wenn du anfängst zurückzuschießen, dann kann er nämlich erst richtig losledern. Durch das Argumentieren, auch sachliches Argumentieren, offenbarst du auch Schwäche. Denn du fängst an, dich zu rechtfertigen in den meisten Fällen. Dein Gegner erkennt wieder diese Schwäche und geht wieder voll drauf. Wer sich jetzt rechtfertigt oder sich viel verteidigt, der wirkt nicht sonderlich selbstbewusst. Aber stell dir mal folgende Situation vor. Ey du Idiot, du bist so lächerlich, was postest du denn wieder für eine Kacke? Ein Wald, der wächst, ist leiser als ein Baum, der fällt. So, was macht der Angreifer jetzt, der dich gerade gehatet hat? Er denkt über diesen Spruch nach.
Er ist in der Regel verwirrt. Du kannst auch sowas sagen wie, es gibt nichts, was nicht auch schon früher nicht gesagt worden ist. Weil der Elefant groß und fett ist, hat er auch große Sorgen. Wieso sollte man das jetzt machen? Durch diese Verwirrung, durch diese selten dämliche Frage, durch dieses Zitat, durch das, was du sagst, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt in dieser Situation, schaffst du Unsicherheit bei deinem Gegenüber. Denn er denkt jetzt, ob er will oder nicht, kurz über deinen Satz nach. In diesem Moment verliert er schon ein Stück weit seiner Souveränität und seiner Stärke. Was dann passiert? Häufig wird der Hater zum Bittsteller und fragt, hä? Was soll das denn jetzt? Und jetzt kommt Schritt 2, denn du sagst, denk einfach mal in Ruhe darüber nach, dann wirst du schon alleine darauf kommen. Du setzt jetzt den Hater unter Druck. Hört sich total bescheuert an. Aber er ist scheinbar nicht mehr in der Lage, so einen einfachen Satz zu verstehen. Und manchmal wird er noch ein drittes Mal nachfragen und noch ein viertes Mal, aber du sagst immer wieder in etwa das Gleiche. Er soll diesen Satz einfach selber verstehen. Deine Aussage oder dein Satz muss auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht einzig und allein darum, dem Hater völlig den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ein kluger Mann hat mal gesagt, nicht jeder, der sich im Hochgebirge befindet, ist auch ein Adler. Hat keinen Sinn ergeben, oder? Aber du hast kurz drüber nachgedacht, oder? Wenn du Hate bekommst, kannst du mit so einer Verwirrung die Machtverhältnisse ein Stück weit umdrehen. Weil du musst Hater gar nicht ernst nehmen. Du musst nicht auf ihre Kritik eingehen. Du musst nicht versuchen, denen zu gefallen. Wenn sie dir mit Hate kommen, kommen sie dir doch auch mit was völlig Dummem, mit was völlig Absurdem. Etwas, was nicht angebracht ist. Also kannst du das doch auch machen. Es gibt draußen wirklich hervorragende Hater, die irgendwie ein Gespür haben, deine Achillesferse zu treffen. Bevor du dich aber triggern lässt, lern so einen Spruch auswendig und jedes Mal, wenn dieses Gefühl kommt und du dich unsicher fühlst, weil dich gerade jemand angegriffen hat, sag einen dieser Sprüche. Muskelgedächtnis. Dein Gehirn ist auch nur ein Muskel. Lass dich davon nicht unterkriegen. Und mein bester Tipp für das ganze Thema ist, arbeite an deinem Erfolg. Denn wenn du Erfolg hast, wirst du selbstbewusster dadurch. Wenn du Rückmeldungen bekommst von positiven Menschen, wirst du immer besser und besser und besser und immer selbstbewusster in solche Situationen reingehen bzw. wieder rausgehen. Wenn du starten willst, komm in meinen gratis Online-Kurs. Ich habe den Link hier unter dem Video verlinkt. Da lernst du, wie du zum Beispiel auf Instagram von Anfang an alles richtig machst. Und ein weiteres spannendes Video habe ich dir hier verlinkt. Das sollst du dir unbedingt anschauen. Wir sehen uns dann da. Haut rein, bis dann. Euer Sebi Forst. Ciao.